schwitzt wie so ein Elch, Daniel, ganz ehrlich. Ach, ich freue mich schon auf den kleinen Schniedelwutz. Du hast Angst, dass ich deinen Kanal übernehme. Dann heißt es Dannys Wonderland. Er wird langsam überheblich. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder einen Vlog von uns. Ja? Uiuiui, Tischatzi! Wir gehen jetzt draußen ein wenig spazieren. Ich wollte unbedingt Sushi essen gehen, Elantchen. Och, meine Kuschelise. Es ist so heiß, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich triefe im Gesicht schon. Danny, ihr sagt I. Ja, es ist voll heiß, jetzt mal ehrlich. Also heute ist es eigentlich etwas kühler, 30 Grad. Sonst haben wir hier locker 35 oder 36 Grad. Also ich beschwere mich nicht, ich liebe das Wetter, aber ja, trotzdem ist es heiß. Elanchen bekommt jetzt erstmal noch ihre Milch und dann werden wir auf jeden Fall losgehen. Morgen fahren wir in unsere Heimatstadt. Wir gehen Freunde von uns besuchen. Die haben jetzt ganz frisch ein kleines Baby bekommen und ja. Ich freue mich richtig. Der kleine Yusha, der ist so, so süß. Also ich habe ihn jetzt erstmal nur auf Fotos gesehen. Deswegen freue ich mich, wenn ich ihn morgen live sehen und knuddeln kann. Ich muss euch noch unbedingt was zeigen. Elanchen ist jetzt groß. Sie kann alleine laufen. Ne, Schatzi? Guck mal da, Jamomo. Die Lemon. Bravo. Das ist so krass, Leute. Das ist echt so von heute auf morgen ist sie einfach losgelaufen. Wie süß. Natürlich ist man richtig stolz. Ja, prima. Hallo? Hallo, Ilana. Sie hat mich hier gerade ausgesperrt. Du Frechdachs, Ilana. Leute, wie süß sieht das bitte aus? Prima, Schatz. Ich versuche mal morgen oder übermorgen in die Stadt zu fahren, um ihr dann Laufschuhe zu besorgen, weil wir bisher natürlich noch ja, keine hatten. Also nur so normale Sandalen von Zalando. Aber jetzt braucht sie auf jeden Fall sehr gute Laufschuhe. Ich muss mal gucken, wo kauft man sowas, Danny? Ich denke mal, es gibt bestimmt so Fachgeschäfte oder weiß nicht, gibt es sowas bei Nike oder Adidas oder so? Ja, keine Ahnung. Wir gehen einfach mal morgen in die Stadt und ja, schauen mal. Das hier ist mein Outfit of the Day. Ist einmal hier so ein Body von wo hatte ich das denn jetzt nochmal? Bershka, genau. Und dann dieser Jeansrock hier. Das hat mir richtig gut gefallen hier mit der Schnürung. Das ist von H&M. Wo wir jetzt auch gerade bei Outfit of the Day sind, ich möchte euch eine richtig coole App zeigen. Und zwar 21 Buttons. Auf dieser Plattform dreht sich alles nur um Fashion. Mich fragen immer ganz viele Leute auf YouTube oder auch auf Instagram, Sabine, woher hast du die Hose? Woher hast du das Oberteil? Es ist da immer ein wenig schwierig hinterherzukommen und allen zu antworten. Meistens weiß ich dann auch nur, okay, das ist von Zara oder H&M und dann könnt ihr das nicht finden und fragt mich nach der Artikelnummer. Dafür gibt es jetzt aber die App, denn da kann ich alle meine Sachen verlinken, wo ich was herhabe und mit einem Klick kommt ihr direkt zu den Sachen. Es ist so ähnlich aufgebaut wie Instagram, also man kann sich kostenlos da anmelden, sein Profil erstellen und dann seine ganzen Looks hochladen und die Teile verlinken. Das hier ist die App 21 Buttons. Das hier ist übrigens mein Profil. Ich verlinke euch das auch unten in die Infobox und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir dann da folgt. Ich bin auch schon ganz fleißig und habe einige Looks hochgeladen. Und ja, wir nehmen mal zum Beispiel dieses Bild hier und ihr seht schon, es sind bunte Punkte drauf, wo ihr dann draufklickt und zack, kommt ihr direkt zu der Seite, wo ich das Top her habe. Oder hier nach dieser Hose haben auch ganz viele gefragt und ja, da kann man draufklicken. Also hier kann man auch direkt auf Webseite besuchen und kommt wirklich direkt zu dem Artikel. Das sind Leute, denen ich folge, zum Beispiel der Sarah Harrison. Und es sind auch noch ganz, ganz viele, die auf Instagram sind, auch hier auf dieser Plattform. Hier sind dann halt immer die bunten Punkte und man kann direkt schauen, okay, die Schuhe gibt es dort für den Preis. Es gibt noch eine richtig coole Funktion und zwar frage ich mich manchmal, okay, ich habe jetzt diese coolen Schuhe, wie kann ich die kombinieren? Da kann man einmal also da draufklicken und dann hier auf kombinieren und dann werden
ja, verschiedene Looks angezeigt, wie man zum Beispiel genau diese Schuhe kombinieren kann. In erster Linie ist es auch eine Inspirationsplattform. Also ich liebe Fashion über alles. Ich liebe es auch mal neue Sachen auszuprobieren und mich komplett mal umzustylen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zu meinem Profil. Ich werde da jetzt auch sehr aktiv sein und meine ganzen Looks fleißig posten. Zum Glück ist es ein wenig windig, dann ist das immer so angenehm. Wenn es komplett windstill ist und wir haben 36 Grad, das ist schon echt übel. Hallo, Elani. Kuckuck. Ich würde jetzt auch gerne da sitzen im Kinderwagen, Elana. Kuscheln. Ich habe irgendwie das Gefühl, abends, was heißt das Gefühl, es ist so, abends wird es immer noch mal richtig warm. Also ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass es schon immer so gewesen ist. Mir ist das jetzt seit diesem Sommer richtig aufgefallen, so ab 17, 18 Uhr sind es locker noch mal so 3 bis 4 Grad wärmer. Ich bin auf jeden Fall richtig ein Sonnenmensch, aber bei so warmen Temperaturen fehlt mir das schon, so direkt am Strand zu sein und ins Wasser zu springen. Elanchen, die kleine Maus, ist eingeschlafen. Und ja, wir essen jetzt erstmal Eis. Und dann gibt's Sushi. Eigentlich ist ja die Reihenfolge eher normal essen und dann Dessert. Aber wir hatten so Hunger auf Eis. Deswegen haben wir erstmal ein Eis verdrückt. Und jetzt ist unser Sushi da. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Was war das hier nochmal, Danny, mit diesen Krümelchen? Oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwelche Crispy Jumbo Rolls. Crispy Jumbo Rolls. Mit Lachs. Sieht auf jeden Fall echt sehr lecker aus. Elanchen ist auch schon Sushi-Fan. Sie bekommt ein bisschen Reis. Lecker, Schatzi. Wir sind jetzt gesättigt, obwohl ich hätte, ehrlich gesagt, noch eine Portion verdrücken können. Oh, die grünen waren so lecker, die neuen. Wir haben eine neue Sorte ausprobiert. Die waren richtig. Und die waren richtig lecker. Ich weiß aber noch immer nicht, was diese... Es war so crispy irgendwas. Mit diesem grünen Zeugs. Es war aber wirklich sehr lecker. Das Coole ist, das ist nämlich auch bei uns direkt ums Eck. Also wir können zu Fuß dahin. Obwohl, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich will fast jeden zweiten Tag dahin. Doch schwanger? Nein, noch immer nicht. So viel Sushi, du verpasst, ey, mein Gott. Ja, ich liebe halt Sushi. Du bist ja auch ein halber Flipper gleich. Wie ging das nochmal? Und sie nannten ihn Flipper, Flipper. Apropos, ich mache morgen von dir 750 Euro, ne? Von mir? Ich muss die Reparatur bezahlen. Was für 750 Euro? Ich hab dir ein Kind geschenkt, hallo? Ich hab dir Liebe geschenkt. Wieso soll ich dir Geld geben, wenn wir ein Konto zusammen haben? Wie soll, was soll das? Oder hast du irgendwie heimlich noch ein Konto, wo du deine Millionen drauf hast? Ich? Nee. Schön wär's, dann wäre ich bestimmt nicht mehr hier in Deutschland, Schatz. Sondern irgendwo in L.A. oder so. Oder in der Copacabana mit Elanchen. Auf jeden Fall freue ich mich morgen auf das kleine Baby. Das ist irgendwie voll komisch, wenn man so ganz neugeborene Babys sieht, möchte man irgendwie direkt auch eins, ne, Danny? Das ist in der Natur der Frau, das schwöre ich dir. Wirklich. Auch wenn ich jetzt, sage ich mal, zu diesem Zeitpunkt kein zweites Kind will, sondern etwas später. Aber sobald man irgendwie so ein kleines neugeborenes Baby sieht, ist dann direkt so, oh. Weil Elanchen ist ja jetzt auch schon groß, sie läuft ja auch schon alleine. Ich brauche noch einen Boomerang, Schatz. Immer ganz wichtig. Ich brauche einen Boomerang. Von meinem Outfit. Ja, ja, das Leben als Instagram-Husband ist schon echt schwer. Guckt sie euch an. Die kleine, stinkende Muffinbeere. Danny und ich dachten, wir können, ja, unsere Serie schauen, ein bisschen gemütlich auf der Couch chillen. Aber nein! Dim, 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 Elanchen. Du kleiner Stinker, Schatzi. Was treibst du da, Schatz? Danny macht seinen Hula-Hula-Tanz mit der Decke. Ja, wir versuchen Elanchen jetzt auf jeden Fall zum Schlafen zu bringen. Und morgen sehen wir uns dann wieder. Und ja, zur Feier des Tages gibt es Cookie Duff Eis. Hallöchen, ihr Lieben, da sind wir wieder im Auto. Elana, hallo. Was
fummelst du hier rum? Ja, du musst hier, guck mal, ich hab da schon wieder irgendwas knatschen, knieken gehört, als du eingestiegen bist. Hast du mich wieder randaliert? Ja, ist klar. Du zerstörst hier immer alles. Ja, es ist wieder so heiß. Ja, dann mach doch mal. Vor allen Dingen, ich hab jetzt noch so ein Top an. Ach du Scheiße, es ist schon passiert. Ja, ich schwitze halt. Was soll ich machen? Es sind gefühlte 40 Grad. Es ist wirklich, es ist so extrem heiß. Ja, was habe ich denn? Ich weiß, du bringst mich immer aus dem Konzept. Auf jeden Fall fahren wir. Wir fahren nach Lüdenscheid, den kleinen Juscha besuchen. Und danach gehen wir noch meiner Mutti Hallo sagen. Die wohnt nämlich direkt ums Eck. Ja, und was machen wir dann? Nichts, nach Hause fahren. Ja, Elanchen, die ist da drüben. Hallo, Schnurzelchen. Ja, die kleine Maus sitzt hier noch in ihrem Maxi-Cosi, weil wir auf ihren Kindersitz warten. Das hatten wir jetzt bestellt gehabt. Es dauert aber 4 Wochen, weil ich das unbedingt in Schwarz haben wollte. Und die hatten irgendwie nur Rosa. Also ich hätte es auch in Rosa mitgenommen. Rot hatten die, ne? Ja, Rot hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Also Rosa hätte ich mitgenommen, aber Danny hat einen halben Anfall bekommen. Deswegen warten wir, bis ihr Kindersitz da ist. Wir haben überlegt, wir hatten das gar nicht vorher im Auto getestet, weil wir so einen Reboarder gekauft haben, ob das überhaupt jetzt hier reinpasst. Wir fahren ja keinen Jeep oder so. Naja, müssen wir halt gucken, ob es dann passt oder nicht. Oh, Leute, das ist so übel. Mach mal die Klimaanlage. Achso, hast du schon an. Hab ich schon. Warum schreist du mich schon wieder so an? Ich schrei doch gar nicht, Schatz. Habt ihr es gehört? Ich schrei dich nicht an. Schatz, du weißt, wenn ich schreie, hört sich das echt anders an. Schaut euch mal bitte diese Füßchen an. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Elanchen auch mal so klein gewesen ist. So ein süßes Würmchen. Ja, Elanchen. Sie ist hier richtig am Chillen mit der Decke. Ist ja so kalt. Ich finde das so unglaublich. Elana ist irgendwie ein Riese neben diesem kleinen Baby. Ach, ich kann mich irgendwie nicht satt sehen. Ich glaube, das Beste ist, ich nehme ihn einfach mit. Hallo. Wir sind jetzt bei meinen Eltern angekommen und chillen auf ihrem wunderschönen Balkon hier. Schaut euch mal die Blümchen an. Also ich weiß nicht, wie meine Mutter das hinbekommt, aber die Blumen sind echt der Wahnsinn. Ich kriege es nicht mal gebacken, so eine kleine Pflanze für ein paar Tage am Leben zu erhalten. Mutti, was machst du mit den Blumen? Die kriegen viel Liebe, oder? Ja, ja. Sie kuschelt bestimmt mit dem Blümchen. Hallo Mutti. Hallo Schatzi. Sag Elan, sag Mama Benora. Hallo. Hallo Mami. Sie ist gerade wieder. Hä? Ach so. Ja klar, es muss alles hier dokumentiert werden. Das sind frisch gewaschene Schuhe. Das ist auch meine Vase. Das ist meine Vase. Blumenvase. Ich habe eine Cholone. Mutti, hast du dein Oberteil selber gemacht wieder? Ja. Nee, ehrlich? Leute, könnt ihr das glauben? Meine Mama macht ihre Oberteile immer selbst hier, so mit Rüschen und... Also, Mutti, du hättest Modedesignerin werden sollen. Ja, werde ich noch. Es war auf jeden Fall sehr schön bei unseren Freunden und das kleine Baby ist so süß. Also ich hätte es wirklich am liebsten mitgenommen. Ach, die sind so klein und die riechen so gut. Ich liebe das. Ich liebe Babygeruch über alles. Gerade wenn die dann noch so ganz frisch sind. Also nicht, dass Elana jetzt stinkt. Aber ihr wisst schon bestimmt, was ich meine. Guck mal, das ist wieder Mutti. Sie macht jetzt hier richtig Party wieder. Musik. Voll gut, Mom. Die brach sei, Lana. Bravo! Bravo! Ich bin müde.
ist was ganz Neues, ne? Brauch es nicht. Die Luft, zu viel Sauerstoff macht zu viel. Wir brauchen ja den guten alten Schmock in unseren Lungen. Die gute alte Kölner Luft. Ja. Richtig die schön verpestet. Ja, ja, hier ist zu viel gute, frische Luft. Wundert euch nicht wegen diesem wunderschönen Licht hier drin. Boah, ich sehe bestimmt so katastrophal aus. Ich muss mir auf jeden Fall vielleicht so eine Emoji nachher reinschnibbeln auf mein Gesicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Rückweg nach Köln. Es ist ein wenig später geworden, weil wir halt so viel gequatscht haben mit meinen Eltern. Aber es war halt sehr schön. Wir haben noch draußen gesessen. Elantchen ist eingeschlafen. Oh, doch nicht. Ich dachte, sie wäre eingeschlafen. Entschuldigung, Elana. Elana schläft aber jetzt gleich ein.